du bist mein Verein. So, Radio Blau-Rot in Sachen Blau-Rot TV, zweiter Teil, unterwegs hier beim Training in Oppum. Jetzt bei mir unser Neuzugang aus dem Fürstentum Liechtenstein, Justin Ospelt. Hallo. Hallo. Ja, ich stelle dich ganz kurz vor. Jo. Du, hab schon gesagt, Justin Ospelt, du kommst vom FC Vaduz zu uns, bist ausgeliehen. Genau, ja. Na, gehörst uns leider nicht. ja, hast letztes Jahr erste und zweite Liga gespielt, in den letzten beiden Jahren in der Schweizer Liga. Ihr spielt ja in der Schweiz mit, jo, die guten Clubs aus Liechtenstein. Bist sogar Nationalspieler in Liechtenstein, sprechen wir gleich auch noch drüber. Zunächst mal, ja, wie bist du hier angekommen? Wie sind deine ersten Eindrücke vom Verein? Ja, ich bin ziemlich gut angekommen. Also die Fahrt hierhin war ein bisschen schwierig, war viel im Stau. Hab ungefähr 10 Stunden gebraucht, bis hier oben, okay, hinzukommen. Aber ja, bin gut angekommen, gut aufgenommen. Bin momentan noch hier im Hotel, im Merkur Hotel in Krefeld und suche jetzt eine Wohnung hier. Aber ich muss sagen, also ich finde es schön hier, alles ist in der Nähe und also kann man nichts dagegen sagen, ja. Kann ich bestätigen, ich bin vor 2 Tagen noch aus dem Schwarzwald hier hingefahren, habe auch 10 Stunden gebraucht, ungefähr dieselbe Strecke gewesen. Momentan müssen ja alle über dieselbe Autobahn, ja, wegen den Hochwasserschäden und, ja, das ist ein bisschen anstrengend. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen zu dir kommen. Du, habe ich schon gesagt, du hast 14 Zweitliga-Einsätze gehabt, warst auch maßgeblich mit am Aufstieg beteiligt. In der Saison hast du 10 Mal mitgespielt, habe ich auch nachgeguckt, sogar keine schlechten Benotungen gehabt. Jo. Warst eher zweiter Mann beim FC Vaduz, oder? Ja, ich war also eher zweiter Torhüter beim FC Vaduz. Der erste Torhüter ist, was war der, 10 Jahre älter, glaube ich, als ich. Mhm. Und er war da in der zweiten Rolle und eigentlich so für die Zukunft geplant. Ich bin ja da immer noch unter Vertrag, wie du schon angedeutet hast. Ich bin ja nur ausgeliehen. Und ja, da hatte ich Glück. Und dass ich eingewechselt worden bin, und es war ein wichtiges Spiel. Wie gesagt, wir waren im Kampf um den Aufstieg und bin eingewechselt worden und waren 2-0 hinten, Elfer gegen uns kassiert, und dann habe ich den gehalten. Dann war so ein bisschen die Wende, und ich glaube, das war so ein Punkt in der Wende, und dann haben wir letztendlich den Aufstieg geschafft. Und ja, ist natürlich eine super Geschichte, wenn man dann auch seinen Beitrag dazu leistet, und um aufzusteigen, und ein unbeschreibliches Gefühl, das vergisst man, glaube ich, nicht. Ja, hört sich ziemlich gut an. Du hast auch zwei Nationalspiele schon mitgemacht. Muss ich mal kurz luren, gegen Luxemburg und Island durftest du mit auflaufen. Geht die Karriere dort noch weiter? Welche Ambitionen hast du da? Ja, na klar, also da ist auch, bin ich auch auf zweiter Position, altersbedingt, glaube ich, auch ein bisschen. Vor mir ist einer, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und schon mehrere Spiele gemacht hat. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich habe 2 Spiele jetzt gemacht. Und ja, ist halt natürlich so ein bisschen ein Schnuppern war das. Und ja, freue mich natürlich einfach, dass ich auch die Chance bekomme, mein Land vertreten zu dürfen. Und ist natürlich immer super, dann aufzulaufen, auch in unserer kleinen Nation. Ja. Das meistens schwierig ist gegen die Gegner. Aber wie gesagt, gegen Luxemburg haben wir auch eine Überraschung geschafft. Ja. Okay, jetzt bist du beim KFC und jetzt bist du trotz deiner jungen 21 Jahre nicht mehr derjenige, der hinter einem steht, ja, sondern du bist sogar schon der Älteste von den 3 Torhütern. Etwas ungewohnt für dich jetzt, oder nimmst du die Rolle an und sagst so, jetzt will ich auch zeigen, was ich drauf habe? Ja, es ist schon ungewohnt, aber wie gesagt, also ich bin jetzt schon im Profibetrieb, seit ich 17 Jahre alt bin. Das sind auch schon ein Weilchen her jetzt, und ich weiß ein bisschen, wie alles funktioniert. Und ja, also es ist eine neue Situation, ich glaube, für alle hier. Und aber ich nehme die Aufgabe gerne an. Also ich stelle mich gerne Herausforderungen. Auch sind jetzt ein bisschen jünger als ich, die anderen 2 Torhütern, aber auch denen kann man gerne was mitbringen, was ich schon so erlebt habe jetzt in meiner kurzen, noch jungen Karriere. Und ja, aber ich freue mich jetzt, dass ich hier bin, dass ich mich zeigen kann, dass ich spielen darf vor dieser super Kulisse, die wir hier haben beim KFC. Und ja, also ich freue mich einfach, dass es jetzt dann losgeht. Deine Stärken und Schwächen in der Torhüterposition. Hast gerade gesagt, du hast ja damals einen entscheidenden Elfmeter gehalten. Bist du mehr so der auf der Linie stark ist, oder bist du Allrounder? Wo würdest du sagen, da bin ich schon ziemlich gut und da muss ich mich vielleicht noch hin und wieder verbessern? Ja, ist schwierig zu sagen. Also so Einschätzungen lasse ich lieber von außen machen. Da hat man ein bisschen sachliche
ja, man sieht das ein bisschen anders, als wenn man sich selber beurteilt. Ich glaube, selber ist man entweder zu kritisch oder man lobt sich zu viel. Es ist schwierig, da irgendwie so ein Mittelmaß zu finden. Also da müsste man den Trainer fragen oder den Torhüter-Trainer, was die da so meinen. Aber für mich jetzt persönlich, ja, Stärken würde ich schon sagen, auf der Linie bin ich ganz okay. Wo du gerade Trainer ansprichst, wir haben ja natürlich einen guten Kontakt zum FC Vaduz. Sebastian Selke war der Torwarttrainer drüben, ist auch ein guter Bekannter vom Radio Blau-Rot. Wir kennen uns sehr gut, wir kennen ihn als überragenden Menschen. Wie ist er so als Torwarttrainer? Ja, also wie gesagt, auf und neben dem Platz, er ist immer genau gleich. Okay. Überragender Mensch, durch und durch. Also, und ja, also, dass der hier gut vertreten ist, weiß ich auch, hat er mir auch schon gesagt. Ist auch ein Held bei uns, ja. Durch einen gehaltenen Elfer übrigens. Ja, habe ich alles schon gehört. Also der erzählt gerne die Storys vom KFC, wo er noch hier war. Und ja, also wo er das ist auch ein bisschen über ihn gelaufen, dass jetzt die Verbindung mit dem KFC und mir. Und ja, also da muss er nicht viel verkaufen. Der hat so viel Gutes vom KFC erzählt, da muss man nicht mehr lange überlegen. Hat auch sehr viel Gutes über dich erzählt, andersrum. Jetzt habe ich gesehen, du bist auf den Bahamas geboren, in Nassau, genau, und danach nach Liechtenstein gegangen. Mit kleinen Ländern kennst du dich aus. Wie kommt man von Bahamas nach Liechtenstein? Meine Mutter ist aus den Bahamas und mein Vater aus Liechtenstein. Die haben sich dann kennengelernt und meine Mutter ist dann mit meinem Vater nach Liechtenstein gezogen. Ja. Aber geboren wurde ich dann in den Bahamas, weil meine Mutter wollte, dass ich da auf die Welt komme. Okay. Also, aber die Verbindung ist immer noch ziemlich stark. Ja. Zu den Bahamas, viel Familie da, Großmutter, Tanten, Onkels, also... Also für einen schönen Urlaub ist gesorgt bei dir. Ist gesorgt, ja. Ja, super. Wie sind deine Eindrücke vom Team? Was meinst du, was traust du dem Team zu? Wir haben ja gerade schon im anderen Interview gehört, wir brauchen natürlich noch ein bisschen Zeit. Die Mannschaft ist ein bisschen zusammengewürfelt. Gerade hat man beim Training auch so ein bisschen gesehen, viele Abstimmungen. Stimmt noch nicht so ganz, man kennt die Laufwege vom anderen noch nicht so gut. Wie zuversichtlich bist du, wenn du dir deine Teamkollegen so anguckst? Ja, ich glaube, wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Zeit. Wir hatten keine Vorbereitung, wir kennen uns noch nicht wirklich und wie gesagt, alles ein bisschen zusammengewürfelt. Und da braucht ein bisschen Geduld mit uns, auch für ein anderes Verständnis haben. Und ich glaube, wenn wir das auf die Reihe bekommen, natürlich haben wir nicht viel Zeit und das muss so schnell wie möglich passieren, dass wir auch Resultate haben. Weil am Ende des Tages geht es um das Resultat. Aber dem Team, ich traue dem Team eigentlich schon etwas zu. Ich weiß, wir werden eigentlich ein bisschen abgeschrieben momentan. Aber ich denke, wenn wir uns finden, als Team zusammenwachsen, dass wir dann schon für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Ich denke, man konnte auch sehen, dass die Fans erstmal mächtig hinter euch stehen. Du hast am Samstag noch nicht gespielt, dir blieb es erspart, die sechsmal hinter dich zu greifen. Warst du trotzdem im Stadion oder hast du zumindest mitbekommen, wie die Fans reagiert haben im Stadion? Ja, ich war im Stadion. Ich bin mit nach oben gefahren mit einigen Spielern, die nicht im Aufgebot waren. Und ja, die Stimmung war überragend. Also was unsere Fans da gemacht haben, ist eigentlich ein Heimspiel. Also auf das kann man sich noch freuen, wenn man das hört und sieht. Da lacht das Herz, also dass so viel Euphorie hinter der Mannschaft ist und der Glaube auch in dieser schwierigen Situation ist natürlich nicht selbstverständlich und wenn man sowas, ja wie gesagt, das ist unglaublich und für das ist es auch wert zu kämpfen und alles zu geben auf dem Platz. Ja. Was ich noch mitbekommen habe, du hast ja in der Schweizer Liga gespielt, in der Schweiz gab es sehr, sehr große Probleme, was Corona betraf. Ja. Ihr habt, glaube ich, mal abgebrochen zwischendurch und dann wieder weitergespielt und schnell die Saison irgendwie runterziehen, damit auch Europapokalteilnehmer und sowas gemeldet werden können. Was habt ihr da anders gemacht als in den anderen Ligen, dass das da so eskaliert ist? Ja, ich glaube, in der Schweiz war ein bisschen spät dran mit den Sicherheitsmaßnahmen. Ich glaube, in der Bundesliga war es damals schon, dass alle immer testen mussten. Und das hatten wir in der Schweiz als Spieler hatten wir das nicht, dass wir immer getestet werden mussten vor dem Spiel oder so. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Unterschied. Die Sicherheitsmaßnahmen waren vielleicht anfangs ein bisschen weniger wie hier. Und ich glaube, durch das wurden dann auch mehrere Corona-Fälle dann gemeldet. Und dann hatten wir, wie du gesagt hast, den Unterbruch, glaube ich, 1,5 Monate, 2 Monate Unterbruch. Und ja, dann hat sich eigentlich alles so ein bisschen verschoben. Und ja, Sommerferien war eigentlich null. Wie lange Pause hattest du? Ich glaube, wir hatten eine Woche Pause und okay. Dann hatten wir wieder Vorbereitung, weil wir Qualifikation für die Europa League gespielt haben.
Okay. Ja, also Sommerferien waren auch nicht viel. Aber ja, das gehört dazu. Es waren Umstände von außen, die man nicht beeinträchtigen kann. Und ja, gilt halt abzuhaken, weiter geht's. Man muss nicht lange daran nachdenken oder irgendwie sich den Kopf zerbrechen darüber. Das ist einfach so und geht weiter. Hat aber den Vorteil, dass du schon ein bisschen Vorbereitung in den Knochen hast bei deinem Stammverein. Ja, also ich habe jetzt eigentlich schon 6,5 Wochen Vorbereitung gemacht. Also ich bin, glaube ich, einer der wenigen Spieler, der schon eine Vorbereitung gemacht hat hier. Ja, aber jo, jetzt hier nochmal eine halbe Vorbereitung eigentlich sozusagen für mich. Ich sehe das mal an, wie das so läuft. Also ich denke, wenn ich da mit dem Trainer rede, ich habe da schon eine Vorbereitung gemacht. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als andere Spieler, die noch gar nichts hatten, die noch keinen Verein hatten. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch wichtig für das Team, dass einfach alle mitmachen. Auch wenn ich jetzt schon 6,5 Wochen eine Vorbereitung gemacht habe oder nicht. Das ist einfach so zusammenwachsen auf dem Platz. Mal über den Sauhund hinausspringen, okay, wie man so gerne sagt. Ein, zwei schöne Paraden haben wir schon gesehen von dir eben beim Training. Wir wünschen viel Glück fürs Spiel gegen Bonn. Ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Herzlich willkommen nochmal beim KFC Uerdingen. Wir werden es dir so bequem wie möglich machen und hoffen auf eine positive Zeit mit dir. Dankeschön. Vielen Dank und bis bald. Nach dem Spiel kommen wir immer wieder auf euch zu. Ja, kein Problem. Freut mich. Danke dir. Okay.